Dezember 2014, ich. Mein Tag wird bestimmt durch die Initiative. Nach 10 Jahren Kunstbetrieb habe ich auf diesen keine Lust mehr und mag auch meine Zeit nicht länger verschwenden. Ich habe meine Reisen gestrichen. Wenn Einladungen zur Ausstellung kommen, kann ich mich kaum noch begeistern. Sie macht keine Kunst mehr, sagen meine Freunde. Sie haben mich als Künstlerin abgeschrieben und sehen nur noch eine Sozialarbeiterin in mir. Aber nicht die Kunst, sondern das System rund um die Kunst herum funktioniert für mich nicht mehr. It started because I'm an artist and because I think that the artist have to see what are contemporary issues in the society, what are the problems. So it happened that the refugees shelter opened just a few streets to my house. So I went there and I wanted to see what can I do. That became a place of a future project, you know. This is actually like the society of tomorrow, and we have it every day here. For me, it's great. You can see that this is possible, this is working. Hundreds of people coming every day to us, and they meet each other because this place is existing. A lot of people who are coming here, they jumped also in the future, uncertain future. They crossed the border, and they didn't know what happened to them. So, and we created a space where it's possible to find itself, to find a new social field, to create it, because this is what people need the first time. It started as a small group, and we ended up, now we have about, you know, hundreds of people who are involved in this project. So young people, there are pensioners, people from every corner of the world, and from Berlin, for example, there are people who are getting also social help and not having work at the moment. Till them who are teaching at the university. So it's really, how to say, diverse group of people. And if you see how they meet every day, every week, now almost 4 years, and how it can work, it's exciting. Ich lebe seit 6 Jahren in Berlin und studiere Medieninformatik. Ich engagiere mich in der neuen Nachbarschaft, weil ich denke, dass wir erstens eine gute Sache machen und zweitens, dass es immer hier vorangeht, es immer neue Sachen gibt, die wir aufbauen und es immer größer und immer schöner und immer breiter wird. Hier gibt es viele schöne Leute, lerne ich viel Deutsch und mache Kontakt mit Leuten. Das ist so wichtig für uns. Also der Gedanke dahinter ist auch zu schauen, wer hat heute Zugang zu Kunst, wer produziert sie und für wen. Ja, das ist auch oft so eine ziemlich elitäre Geschichte für Elite, und ich habe ja selber beobachtet, dass ich mich in diesen Hochkulturkreisen bewegt habe, bewege mich also immer noch dort, aber dass es mir immer irgendwie ein sehr starker Teil irgendwie fehlt und wo man das sich fragt, also für wen machen wir das oder also was macht das für einen Sinn? Und hier finde ich diesen Sinn, weil ich denke, hier ist Kunst tatsächlich Kunst. Viele haben schon Kunst gemacht oder wollen das sogar hier professionell in Deutschland machen, sogar studieren, wieder Kunst studieren. Die anderen haben noch nie gezeichnet oder gemalt und sind davon überzeugt, dass sie das nie können. Ich habe im Gespräch immer gemerkt, wo ich gefragt habe, wann seid ihr nach Deutschland gekommen, wie lange seid ihr da, habe ich gesehen, dass die Menschen sehr konkret geantwortet haben, wie viele Jahre, wie viele Tage und Monate die da sind. Und dann dachte ich, gut, also lass uns doch das dokumentieren, also diese Tage, an denen die Leute angekommen sind. Die Blätter kommen an die Wand, wir haben jetzt schon fast 200 Blätter, das kann man unendlich weit machen, so viele Leute kommen zu uns und noch mehr. Und die Idee ist auch einfach zu zeigen, wie viele Menschen sind da, wie viel Zeit ist vergangen. Und das Merkwürdige natürlich, was die Geflüchteten sagen, die sind mit der Hoffnung gekommen, hier gleich irgendwie anzufangen, ja, neu zu starten, und werden natürlich sehr erstmal ausgebremst.
und müssen sehr viel warten und Zeit verlieren. Und wenn man jetzt anguckt, wie viele Menschen, wie viele Tage sind vergangen, und man fragt sich schon, also was hätte man machen können alles in dieser Zeit, ja, wenn sie tatsächlich die Möglichkeit hätten, sich da irgendwie aktiv zu beteiligen. If you have a good idea, we started with this tomorrow, you know, and if it doesn't work, we do something else. So we constantly changing the program and constantly doing new things. This is what keeps us so, I think, yeah, on working.